Guten Morgen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Ich bin heute im Nationalpark Haas unterwegs. Nein, ich auch. Ihr auch dabei. Ah, natürlich. Heute sind wir zu zweit im Nationalpark Haas. Nämlich Greta und Papa erobern die Welt. Endlich eine neue Runde. Und besuchen dabei 4 Stempel. Also, schön, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, los geht's. Hey, so, und wieder läuft sie davon. Es gibt doch gar nicht. Gretchen! Warte! Kilometer 6,9, wir sind beim ersten Stempel und ihr werdet es nicht glauben, ich bin ein bisschen, wir sind ein bisschen weiter abwärts, da ist eine richtige Menschentaube davor. Wir sind hier im Touristen-Hotspot Nationalpark und heute ist natürlich echt viel vor, sieht aus wie eine Schulklasse. Aber egal, Stempel Nummer 1, 6,9 Kilometer, check. Nee. Da ist der Stempel, genau. Möchte ich auch gerne haben. Sehr geil. Wetter ist bombastisch heute. Also wirklich, es ist. Eigentlich sollte das heute Nachmittag aufklaren. Und wir haben es jetzt schon. Total klasse. Was sagst du? Ja. Kilometer 7,9, Stempel Nummer 2, Eckertal springen. Ja, ich glaube nicht lange. Ja, ich glaube, ich gehe nicht auch lange. Kilometer 8,5. Wir haben es den Berg hoch geschafft. Wir gehen jetzt entlang der Harzer Schmalspurbahn. Und ich hoffe, dass da gleich natürlich ein Zug vorbeifährt, den wir natürlich schön in Szene setzen können. So, aber es geht darum, um das grüne Kissen, was da hinten liegt. Das ist ein Löschwasservorrat, da es hier ja vermehrt zu Bränden kam, die letzten beiden Sommer. Wie ist ja jetzt auch schon einmal hier im Nationalpark gebrannt. Haben die hier ein kleines Wasserreservoir angelegt, ja, um schneller einschreiten zu können. Coole Sache. Ein bisschen hart so. Kilometer 9,8 und wir sind auf 1000 Meter höher. Mega, oder? So, und hier vorne ist nämlich auch das 1000 Meter. Über normal Nullschild. Und hier steht es auch nochmal. Geil, schön, Gretchen. Über 9 Kilometern sind wir unterhalb des Brocken und wir gehen den Eggerlochstieg und diesmal aber verkehrt herum, nämlich runter statt hoch, auch mal was Neues.
5,8, Stempel Nummer 3 für heute, die Stempel Nummer 11. Jetzt habe ich auch vergessen, wie der heißt. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Jetzt, Ja, was steht drauf? Eckernloch. Nummer 11, Eckernloch. Ja, gut, dass ich ein Kind dabei habe, das sich alles merken kann oder sich kleine Spickzettel auf die Hand schreibt. So, weiter geht's. Stempel Nummer 4 wartet. Welchen denn? Zum Beispiel Englischvokabeln. Belatschreibst du irgendwie, druckst da Rechnungen drauf, rechnest die alle auf, aber schreibst dazwischen ganz klein die Vokabeln. Das ist ja schlau. Aber nicht machen, wenn ihr trotzdem gelernt habt. Nicht machen. Auf gar keinen Fall. Wir geben ja keine Schummeltipps, immer nur lernen. Das ist das beste Schummeln. Und willkommen bei der KidCam. Heute schaut ihr euch den Ausblick an. Let's go! Und tschüss! Kilometer 16,4. Wir haben den vierten und letzten Stempel für diese Tour. Und zwar die Nummer 13. Hier, die alte Frau ist gerade. Bin ich alt? Ach ja, aber du hast alte. Ich bin nur kaputt. Alte Frauengeräusche hat sie gemacht. Nein, alte Menschengeräusche. So. Hier ist der Arendt. Ich bin noch lange nicht mehr gewandert. Ja, das stimmt. Wir sind wirklich lange nicht mehr. 2 Monate oder so, ne? Ja, deswegen bin ich ein bisschen eingerostet. Ja, okay. Das kann ich gelten lassen. So, Stempelstelle Nummer 13. Insgesamt haben wir jetzt 187 Stempel. Wir müssen noch 36. So sieht es nämlich aus. Und ich gehe jetzt mal kurz den Arendskind hoch, während sich mein kleines Mäuschen ausruht. Was für eine grandiose Aussicht auf Schierke. Ein toller, toller Aussichtspunkt. Und ja, auch schon so alt. Ich habe gerade gelesen, seit 1411 ist das hier irgendwie in gräflichem Besitz. Und dient seitdem ja auch als Aussichtspunkt, als Übersichtspunkt. Man kann von hier oben gucken, wo damals hier die Jagden stattgefunden haben, wie die Leute lang gelaufen sind. Geil. Und was für ein Ausblick vor allen Dingen. Mega. Hierüber. Keine Ahnung, was das für ein Fluss ist da hinten oder ein See. Hier rüber Schierke. Mega. Da geht's oben. Steht da durch, das ist der Brocken. Da oben könnt ihr ihn sehen. Der rot-weiße Turm. Und ich wusste echt, dass Schierke auch so ein übelstes Grenzdorf gewesen ist. Direkt unterhalb des Wurmberg. War ja dann schon Ostdeutschland damals gewesen, die ehemalige DDR. Und auf der anderen Seite vom Wurmberg-Braunlage. Direkt an der Grenze. Krass, wieder was gelernt. So, Abschied. Kommt nix. So, ihr Lieben.
Lieben, nach 18,6 Kilometern wieder zurück im Parkhaus. Ein richtig geiler Rundgang. Wir sind richtig, richtig kaputt. Die Sonne hat doch, war doch wärmer als erwartet. Ja. So, Gretchen, Zahlen, Daten, Fakten. Also, das, wir sind 4 Stunden gegangen. Ja. 18,6 Kilometer. Ja. 4,4 Stundenkilometer. Sehr, sehr gut, ja. 490 Höhenmeter. Geil. 500 Tiefenmeter. Ja. Das heißt, wir sind wieder weiter runtergegangen, als wir vorher gestartet sind. Sehr witzig. Mhm. Cool, mein Spatz. 4 weitere Stempel. Jetzt fehlen uns nur noch, was hatte ich gesagt? 12, 36 Stempel. Yeah. Geil. Also, ihr Lieben, was eine coole Tour. Wir wollen jetzt schön was trinken und uns noch ein Eis holen. Oder vielleicht halten wir vielleicht nochmal mit McDonald's an. Ich glaube, wir fahren lieber zum McDonald's zum Eis. So machen wir das. Also, schön, dass ihr dabei wart. Wandern nicht vergessen. Und Bild. Habt immer frische Luft, Hunger. Genau. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, müssen wir bezahlen. Steckst du rein hier den, die Karte? Zeig, gib mal her. Ja, warte mal. Hier, halt mal. Halt, holt mal, please. Die filmt immer noch. Wo macht die? Die filmt immer. Ja, okay. Hoffentlich ist sie richtiger. Ne, so rum? Ja. Okay. Boah, 12 Euro. Das ist nicht haben viel. Haben wir nicht. Doch. Haben wir nicht. Ich habe nur 6 Euro mit. Oh, warte mal, ich muss zum Dings gehen. Zum was? So, die 12 Euro, die kamen unerwartet. Ich hätte gut mit 6, nee, mit 8 Euro habe ich gerechnet, was ja auch noch zu wenig gewesen wäre. Aber naja, los, kommt noch mal rein. Alter Verwalter, Schirke ist echt teuer. Freunde, versucht irgendwo anders zu parken oder falsch. Wie auch immer, es wäre glaube ich noch günstiger gewesen als hier. 6 Stunden, 12 Euro. Jesus Maria, ey. So, willst du reinschicken hier? Ja. Hallo? Ja. Winter? Jawohl, hier ist noch 2 Euro. Los, mit der Karte, wir brauchen um rauszukommen. Geil, was für ein Schreck zum Ende. 18,6 Kilometer und 12 Euro fürs Parkhaus. Jesus Maria, aber im Winter wird das Geschäft hier brummen. So, ihr Lieben, jetzt aber wirklich auf Wiedersehen. Zahlt das Ticket. Sehr gut. Keine öffentlichen Parkmöglichkeiten in der Ortslage.